Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du deinen Raspberry Pi in einen VPN-Server verwandeln kannst und somit jederzeit von unterwegs aus sicher eine Verbindung zu deinem Heimnetzwerk herstellen kannst. Das besonders Interessante an der Installationsvariante, die ich euch heute zeige, ist, dass ihr die Installation mit nur einer einzigen Befehlszeile ausführen könnt. Außerdem erfahrt ihr in diesem Video, wie ihr euren Raspberry Pi so konfigurieren könnt, dass ihr Pi-hole und den VPN-Server gleichzeitig auf einem Gerät betreiben könnt. Also ich würde sagen, legen wir doch wie immer direkt los. Bevor wir mit der Anleitung loslegen, noch eine wichtige Info vorab. Wenn dir meine Anleitungen, meine Videos und meine Arbeit im Allgemeinen gefällt, dann gibt's ab jetzt noch mehr davon, und zwar auf Patreon. Besuch einfach die Website patreon.com/apfelcast, werde Mitglied meiner Patreon-Community und erhalte Zugang zu exklusiven Inhalten, die ich ausschließlich für meine Mitglieder bei Patreon veröffentliche. Bei diesen Videos handelt es sich unter anderem auch um Anleitungen zu häufig gestellten Fragen oder häufig auftretenden Problemen. Des Weiteren kannst du dir neue Videos und neue Videoreihen, die du hier auf YouTube findest, als Patreon-Mitglied als erstes anschauen. Und du erhältst als Mitglied auch persönlichen Support von mir, wenn du mal an einer Stelle mit einem Projekt nicht weiterkommst oder bei dir irgendwelche Probleme auftauchen. Wenn du dich also mehr mit der Thematik Server, Linux, Cloud oder Raspberry Pi auseinandersetzen möchtest, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Neben dem Zugang zu exklusiven Videos unterstützt du allerdings auch mit deiner Mitgliedschaft diesen Kanal hier auf YouTube und hilfst mir weiterhin, interessante Anleitungsvideos zu spannenden Themen zu erstellen. Ich würde mich also sehr freuen, wenn du auf meiner Patreon-Seite vorbeischaust. Link dazu findest du natürlich in der Beschreibung. Beginnen wir mal wie immer damit, was ihr alles für diese Anleitung benötigt. Natürlich findet ihr auch wie immer alle Parts, die ich hier für dieses Video verwendet habe, in der Beschreibung verlinkt. Als erstes benötigt ihr natürlich einen Raspberry Pi. Ich denke, das ist allerdings den meisten schon klar, die dieses Video hier anschauen. Die interessantere Frage ist hier, welche Modelle sind für einen VPN-Server kompatibel? Nun, rein theoretisch bzw. technisch gesehen funktioniert das mit allen Raspberry Pi Modellen, die es da draußen gibt, auch mit einem Raspberry Pi Zero. Allerdings aus Performancegründen, damit das Ganze auch stabil und zuverlässig läuft, würde ich euch hauptsächlich zwei Modelle empfehlen. Das ist einmal der Raspberry Pi 3 und der Raspberry Pi 4. Meine persönliche Empfehlung allerdings wäre der Raspberry Pi 4 und das hat hauptsächlich den Grund, dass dieser über einen Gigabit-LAN-Anschluss verfügt. Das wiederum führt einfach dazu, dass ihr eine schnellere und performantere Verbindung zu eurem VPN-Server dann aufbauen könnt. Der Raspberry Pi 3 beispielsweise verfügt über keinen Gigabit-LAN-Anschluss, da ist dann jeglicher Traffic, der über euren VPN-Server geht, das heißt, wenn ihr mit eurer VPN verbunden seid, könnt ihr nie wirklich schneller als ca. 20 Mbits surfen, egal wie schnell eure Upload- oder Internetleitung ist, die ihr gerade habt. Das ist einfach per se aufgrund dieses Bauteils begrenzt. Deswegen lieber zu dem Raspberry Pi 4 greifen, da ist die Geschwindigkeit nahezu unbegrenzt. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar dem Thema LAN. Wie ihr euch denken könnt, solltet ihr natürlich einfach aufgrund der Stabilität, aufgrund der besseren Performance euren Raspberry Pi via LAN mit eurem Modem, eurem Switch oder eben auch eurem WLAN-Router verbinden. Das heißt, ihr braucht hierfür natürlich einfach auch ein LAN-Kabel. Als Betriebssystem sollte einfach Raspbian auf dem Raspberry Pi installiert sein und wenn ihr beispielsweise Nextcloud auf eurem Raspberry Pi via dem Nextcloud Pi Image laufen habt, ist das kein Problem, auch damit funktioniert diese Anleitung. Damit wären wir mal mit der Hardware bzw. den Raspberry Pi Grundlagen fertig. Schauen wir uns doch mal an, was ihr noch so an zusätzlichen Voraussetzungen benötigt. Das erste, was ihr benötigt, ist entweder eine statische IP-Adresse oder auch einfach einen DynDNS-Hostname. Das hat ganz einfach den Grund, dass die meisten Haus-Internetanschlüsse über keine statische IP-Adresse verfügen, sondern dass diese sich meistens alle 24 oder 48 Stunden wechselt. So ein DynDNS-Dienst gibt euch dann ganz einfach eine Domain bzw. einen Hostname, der jederzeit zu eurer aktuellen externen IP-Adresse verlinkt. Auf meiner Patreon-Seite für alle meine Patreon-Mitglieder findet ihr übrigens ein neues Video zum Thema DynDNS. Dort zeige ich euch, wie ihr einen solchen DynDNS-Dienst ganz kostenlos ohne irgendwelche zusätzlichen Server oder Module einrichten könnt und wie das Ganze sogar mit einem DS-Lite-Anschluss funktioniert, das heißt, wie ihr auch da einen kostenlosen Portmapper einrichten könnt. Das zweite, was ihr noch benötigt, ist im Endeffekt nur Zugang zu eurem Router, denn ihr müsst hier noch eine Portfreigabe einrichten, dass ihr eben auch euch von außen dann mit dem VPN-Server verbinden könnt. Das ist aber wirklich eigentlich bei jedem Modem bzw. Router möglich.
Ich bin jetzt hier bei mir auf dem Computer angekommen und habe auch schon mal direkt hier auf dem Mac Terminal geöffnet. Unter Windows könnt ihr ja Programme wie PuTTY oder auch das integrierte neue Windows Terminal nutzen. Denn was wir jetzt machen müssen, ist erstmal eine SSH-Verbindung zum Raspberry Pi herstellen. Das geht jetzt hier ganz einfach mit dem Befehl SSH und dann eben der Benutzername Pi und dann @ der IP-Adresse vom Raspberry Pi. Die wisst ihr vielleicht schon oder ansonsten könntet ihr einfach bei euch im Router bzw. Modem nachschauen. Ich habe jetzt hier einfach mal schon mal die IP-Adresse von meinem Raspberry Pi eingegeben und kann das Ganze jetzt mit Enter abschicken. So, jetzt gebe ich hier das Passwort von meinem Raspberry Pi ein und dann sollten wir da auch schon gleich eingeloggt sein. Das allererste, was wir jetzt hier mal machen, ist das Passwort von dem Raspberry Pi ändern. Insbesondere dann, wenn ihr immer noch das Standardpasswort von dem Raspberry Pi nutzt, also Raspberry. Das solltet ihr wirklich ändern, denn der Raspberry Pi ist ja nachher mit dem Internet verbunden, für das Internet auch offen dann über Portfreigaben. Und dann sollte das Passwort hiervon wirklich sicher sein. Ansonsten stellt dann euer Raspberry Pi im Worst Case noch ein Sicherheitsrisiko für euer gesamtes Netzwerk dar. Nun, das Passwort zu ändern, das geht ganz einfach mit dem Befehl passwd. Wir müssen jetzt einfach einmal das aktuelle Passwort eingeben und können dann nun ein neues, sicheres Passwort vergeben. Und das bestätigen wir natürlich jetzt auch einmal. Ist das erledigt, müssen wir noch eine weitere Sache an dem Raspberry Pi vorkonfigurieren, und zwar ist das die statische IP-Adresse. Es ist später eben wichtig, gerade für die Portfreigaben, dass euer Raspberry Pi immer genau die gleiche IP-Adresse innerhalb eures Netzwerks hat. Nun, bei vielen Routern ist es so, dass wenn ihr dann eine Portfreigabe für ein Gerät einrichtet, dieses Gerät automatisch eine statische IP-Adresse vom Router bekommt. Vor allen Dingen bei Fritzboxen ist dies der Fall. Allerdings schadet es hier nie, auf Nummer sicher zu gehen und das Ganze eben im Gerät direkt selber auch nochmal zu hinterlegen. Und beim Raspberry Pi ist das eigentlich nicht sonderlich aufwendig, deswegen würde ich euch diese Variante hier empfehlen. Als erstes müsst ihr dafür erstmal die DHCP-Konfiguration quasi aufrufen. Das ist natürlich auch wie bei allem auf dem Raspberry Pi ein Textdokument im Endeffekt. Das könnt ihr ganz einfach mit dem Nano-Editor hier öffnen und bearbeiten. Innerhalb dieses Dokuments scrollen wir jetzt einfach einmal ganz nach unten, wo hier wieder quasi freier Platz ist. Und wir sehen hier oben eigentlich auch schon mal die Standardkonfiguration, wie sowas auszusehen hat für eine statische IP-Adresse. Ich habe das Ganze jetzt hier schon mal vorbereitet. Auch für euch natürlich findet ihr diesen Block, den ich hier gleich reinkopiere, zusammen mit allen anderen Befehlen in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich kopiere den jetzt hier einfach mal rein und dann seht ihr hier auch schon, was ich da gemacht habe. Im Endeffekt das erste hier oben, das Bezeichnen des Interfaces, das wir nutzen. F0 steht hier für LAN. Wie gesagt, ich würde euch hier für LAN wirklich empfehlen, deswegen habe ich es jetzt für WLAN hier auch nicht vorbereitet. Dann dieser Part ist natürlich sehr wichtig, ich denke mal, das könnt ihr selber erkennen, Static IP Address. Das ist einfach die IP-Adresse von eurem Raspberry Pi. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr hier eintragen sollt, kleiner Tipp, nehmt einfach die, die euer Raspberry Pi, bei mir sieht man sie oben, eh schon hat, denn die ist frei, die hat euer Router per DHCP hier zugewiesen, die könnt ihr jetzt einfach auch als statische IP-Adresse dann behalten. Das /24 muss hier immer noch mit ran, egal wie eure IP-Adresse ist, und der Rest, denke ich mal, ist auch ziemlich selbsterklärend, die IP-Adresse von eurem Router, die ist natürlich auch statisch, und dann noch hier die von eurem DNS-Server. Ich habe jetzt hier meinen Router genommen, aber ihr könnt auch hier irgendeinen anderen DNS-Server eintragen, ist eigentlich ganz egal, ihr könnt da 4x die 8 nehmen, 4x die 1, also diese IP-Adressen von den Public-DNS-Servern. Wir müssen später im Verlauf der Installation des VPN-Servers nochmal einen DNS-Dienst konfigurieren. Das passt jetzt aber hier soweit mal, das können wir jetzt einfach abspeichern mit Ctrl-O und mit Ctrl-X den Editor verlassen. Das nächste, was wir jetzt nach dieser Konfiguration direkt hier machen, ist einmal den Raspberry Pi neu starten. Das geht ganz einfach mit dem Befehl sudo reboot. Mein Raspberry Pi hat nun einmal neu gestartet und ich habe mich auch schon darin hier wieder eingeloggt. Jetzt ist eigentlich alles soweit, dass wir auch direkt mit der Installation von eben PyVPN, dem VPN-Dienst, den wir jetzt hierfür nutzen, eben installieren. Wie erwähnt, der basiert ja auf OpenVPN, also hierfür gibt es dann auch eigentlich zahlreiche Clients, mit denen ihr dann zum Beispiel von Geräten wie eurem Laptop, eurem Smartphone und so weiter dann auch auf eure VPN zugreifen könnt. Nun, und das besonders Tolle an diesem Softwarepaket hier ist die Installation, nämlich alles, was ihr dafür machen müsst, ist eine einzige Zeile hier bei euch im Terminal einzugeben. Und diese Zeile sieht wie folgt aus. Das ist alles, die kopiert hier einmal rein, drückt Enter und dann geht es vollautomatisch mit der Installation los. Im ersten Schritt werden jetzt hier einige Pakete heruntergeladen und installiert und danach können wir dann später noch ein paar Konfigurationsschritte hier manuell durchführen. Das heißt, wir müssen hier einfach noch ein paar Angaben machen bzw. Einstellungen für die Installation dann vornehmen, aber das geht hier auch relativ automatisiert durch.
Und da ist auch schon dieser Automated Installer, von dem ich gerade geredet habe. Der heißt uns jetzt hier quasi willkommen und sagt auch hier nochmal, dass unser Raspberry Pi jetzt in einen OpenVPN-Server verwandelt wird. Natürlich keine Angst, ihr könnt den danach unter anderem natürlich auch noch normal benutzen. Das ist hier nur ein Dienst von vielen, der auf eurem Raspberry Pi laufen kann. Aber wir legen jetzt hier mal mit der Konfiguration in diesem Automated Installer los, indem wir das hier mit OK und der Eingabetaste bestätigen. Hier ist jetzt auch schon der erste Hinweis, der uns darauf aufmerksam macht, dass wir eine statische IP-Adresse für unseren Raspberry Pi benötigen, damit es funktioniert. Optimal haben wir davor schon geregelt, also kein Problem, das können wir mit OK bestätigen. Hier wird uns jetzt dann auch schon die aktuelle Netzwerkkonfiguration angezeigt. Wie ihr seht, unsere statische IP-Adresse und Gateway steht in diesem Sinne hier für unseren Router. Das passt natürlich alles, haben wir gerade so konfiguriert, können wir mit Yes bestätigen. Hier werden wir jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass es natürlich auch möglich ist, dass wir quasi unsere IP-Adresse von Raspberry Pi außerhalb des DHCP-Bereichs setzen, sodass es nicht irgendwie passieren kann, dass IP-Adressen beispielsweise doppelt vergeben werden im Netzwerk. Kann man natürlich machen, aber gerade bei einer Fritzbox hatte ich da noch nie Probleme mit, deswegen belasse ich das so, wie es ist. Als nächstes können wir nun hier auswählen, welcher lokale Benutzer auf dem Raspberry Pi nun die Einstellungen für die OpenVPN vornehmen kann, beziehungsweise nachher auch Zugriff auf die Dateien hat. Nun, im Normalfall, wie ihr das seht, wird das der Pi-User sein, wenn ihr jetzt keine weiteren User bei euch angelegt habt. Ist auch gar kein Problem, ihr müsst hierfür eigentlich keine zusätzlichen Nutzer erstellen, das ist gar kein Problem. Bei mir ist jetzt nur der eine drauf, das passt soweit, deswegen können wir das mit OK bestätigen. Hier ist noch ein sehr wichtiger Hinweis, und zwar geht es da um die Unattended Upgrades. Das heißt, dass PyVPN eben automatisch Software-Updates und eben sicherheitsrelevante Updates vollautomatisch auf eurem Raspberry Pi installiert und den gegebenenfalls auch neu startet. Das würde ich jetzt hier im nächsten Schritt gleich akzeptieren, dass das gemacht werden soll, eben hier mit dem Punkt Yes. Denn ja, eine VPN zu einem Netzwerk, das ist immer eine sicherheitsrelevante Geschichte. Ihr macht da eben euer Netzwerk auch ein Stück weit auf. Da sind Sicherheitsupdates wirklich was Wichtiges. Kann ich euch also wirklich nur sehr ans Herzen legen, diese Funktion hier zu aktivieren. Hier können wir nun als nächstes auswählen, welches Protokoll wir hier für unsere VPN-Verbindung nutzen möchten. Hier ist auch schon UDP vorausgewählt, das passt auch so, denn das ist eigentlich das Standardprotokoll für VPN-Verbindungen. Hier können wir das also drinstehen lassen und einfach mit der Tabulator-Taste auf OK gehen und hier mit Enter bestätigen. Jetzt auch noch ein sehr wichtiger Punkt hier, und zwar müssen wir jetzt hier den Port bzw. die Portnummer auswählen, die wir dann für unsere VPN-Verbindung benutzen. Wie am Anfang erwähnt, brauchen wir natürlich hier eine Portfreigabe in unserem Router dafür, und hier ist es jetzt eben nicht so wie bei einer Webanwendung, wo man eben nur den Port 80 oder nur den Port 443 nehmen kann, sondern hier können wir es uns wirklich komplett frei raussuchen. Und ja, was ihr jetzt hier nehmt, ist ziemlich egal, ich würde euch aber hier von diesem Standardport 1194 abraten, da der einfach bei allen VPN-Installationen voreingetragen ist. Könnte natürlich so ein Standardport dann auch für Angriffe von Hackern sein. Deswegen nehmt ihr lieber irgendwas anderes, das natürlich noch nicht bei euch im Modem belegt ist. Ich nehme jetzt hier irgendeine Fantasiezahl, ich sag mal 612. Wenn ihr das eingegeben habt, einfach wieder Tabulator-Taste OK und bestätigen. Hier wird das Ganze nochmal angezeigt. Ja, das passt, wir haben uns nicht vertippt. Natürlich Portnummer auch merken, das wäre wichtig, die brauchen wir nachher nochmal. Und dann können wir das jetzt hier mit Yes bestätigen. Hier werden wir jetzt gefragt, ob wir gleich die neueste Version von OpenVPN, also die Version 2.4, nutzen möchten. Ja, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das solltet ihr benutzen. Das ist einfach auch nochmal ein bisschen sicherer, das Protokoll, hat aber auch noch ein paar andere Performance-Vorteile. Jedenfalls, es hat im Normalfall eigentlich keine Nachteile für euch. Die ganzen Client-Apps sind mittlerweile eigentlich auch schon alle darauf aktualisiert. Also könnt ihr eigentlich ohne Bedenken nutzen, einfach mit Yes hier bestätigen. Für die Verbindung an sich wird natürlich auch ein Zertifikat benötigt und hier könnt ihr jetzt eben quasi das Sicherheitslevel dieses Zertifikats auswählen. 256 ist eben ganz normal, ja, 384 so ein Zwischending, und ihr seht das letzte, das ist auch schon der nette Hinweis, paranoides Level. Ja, also es ist dann schon eine wirklich sehr, sehr hohe Security, aber fürs Heimnetz reicht eigentlich das 256er ganz normal hier aus. Das können wir jetzt mit hier OK hier bestätigen und dann wird das Protokoll bzw. das Zertifikat ja eigentlich hier kurz erstellt. So, jetzt ist hier auch wieder ein weiterer wichtiger Part, und zwar geht es jetzt um die Public IP bzw. euren DNS-Hostnamen. In der ersten Zeile zeigt euch jetzt hier PyVPN eure öffentliche IPv4-Adresse an, wenn ihr eine habt. Diese ist ja aber im Normalfall bei den meisten Haushaltsanschlüssen nicht statisch, das heißt, die ändert sich immer wieder mal, das heißt, ihr braucht hier einen dünnen DNS-Dienst.
Hättet ihr allerdings eine statische IP-Adresse, kann ja sein, dass ihr irgendwie einen Business-Tarif oder sowas habt, dann könnt ihr die hier drin stehen lassen und die verwenden. Wie gesagt, wenn ihr das nicht habt, dann nehmt einfach den zweiten Punkt, also geht ihr mit dem Pfeiltasten runter, drückt die Leertaste, dann ist der zweite Punkt ausgewählt. Dann könnt ihr nämlich euren DynDNS-Hostnamen oder auch eure Domain, wenn ihr das habt, hier eintragen. Wie gesagt, ein extra Video zum Thema DynDNS, wie das Ganze recht gut funktioniert, kostenlos und sogar auch mit DS Lite. Da findet ihr ein Video auf meiner Patreon-Page dazu. Ich habe es jetzt hier auch mal ausgewählt und gehe dann jetzt hier einfach auf OK und gebe jetzt hier meinen DynDNS-Namen ein. Sobald ich den dann eingegeben habe, ihr solltet natürlich auch nochmal kontrollieren, dass der stimmt, können wir das mit OK bestätigen. Hier wird uns auch nochmal angezeigt, dass der passt. Einfach nochmal kontrollieren bei euch und dann können wir das auch wieder hier mit Yes bestätigen. Nun müsst ihr auswählen, welchen DNS-Dienst nun PyVPN für die Verbindungen von euren Client-Geräten dann nutzen soll. Das heißt, wenn ihr euch beispielsweise mit eurem Laptop von unterwegs aus auf euer Heimnetzwerk einwählt und da surft, welcher DNS-Anbieter soll da benutzt werden. Nun, ihr könnt hier jeden nehmen, der da angeboten ist. Die sind alle benutzbar, alle gut. Ich persönlich, das ist einfach nur mein Geschmack, nutze immer ganz gern den Dienst von Cloudflare. Das ist einfach diese IP-Adresse 1.1.1.1. Ja, ist eben der DNS-Dienst, der ist eigentlich recht schnell und zuverlässig, den nutze ich meistens. Das können wir dann einfach hier auswählen. Wie gesagt, ihr könnt auch einen anderen nehmen und mit OK hier bestätigen. Eine Custom Search Domain braucht ihr im Normalfall nicht, das können wir dann hier einfach mit OK verneinen. Mit No meine ich natürlich. So, sehr gut, hier steht jetzt auch schon Installation Complete, das heißt die Installation ist jetzt abgeschlossen. Nun, wenn man gefragt, ob wir den Raspberry Pi direkt neu starten möchten, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, damit auch alle Änderungen hier wirksam werden. So, mein Raspberry Pi hat jetzt hier neu gestartet und ich habe mich auch wieder hier eingeloggt. Allerdings, um jetzt eben unsere PyVPN auch nutzen zu können, brauchen wir die Konfigurationsdatei für unseren ersten Client. Wie gesagt, Client ist immer das Gerät, von dem ihr euch dann mit eurem Heimnetzwerk dann verbinden möchtet. Meistens ist es hier ein Mobilgerät, ist ziemlich egal, das Ganze funktioniert, da es eben auf OpenVPN hier basiert, mit so ziemlich jedem Gerät, jedem Betriebssystem, ob Mac, Windows, Linux, ist es ziemlich egal und auch natürlich Android und iOS Apps gibt es hierfür. Aber dafür braucht ihr, wie gesagt, diese Konfigurationsdatei, die ihr dann auf euren Clients nutzen könnt. Und diese zu erzeugen, das geht ganz einfach mit diesem Befehl hier, nämlich ganz einfach PyVPN add. Hier müssen wir jetzt erstmal einen Namen für unseren Client eingeben. Nun, ich wähle hier PyVPN. Ihr fragt euch jetzt, irgendwie unlogisch, kann ich doch nicht differenzieren. Naja, ihr müsst nämlich sehen, dieser Name wird später bei euch auf dem Clientgerät, auf eurem Laptop beispielsweise, als VPN-Art angezeigt. Und ich weiß zum Beispiel, PyVPN, ah ja, das ist der Raspberry Pi, der bei mir zu Hause steht. Ne? Ich habe vielleicht noch eine Büro-VPN oder irgendwie was anderes. Deswegen nenne ich das jetzt nicht wie mich, Daniel oder Stefan oder irgendwas, sondern wie das Gerät der VPN an sich. Ist aber nur mein Namensgebungsschema, ihr könnt das natürlich auch anders machen. Hier können wir jetzt noch angeben, wie lang dieses Zertifikat, diese Datei dann eben gültig ist. Ja, 1080 Tage sind vorgegeben. Wenn ihr das beispielsweise jemand nur temporär geben möchtet, also jemand nur temporär Zugriff auf euer Netzwerk geben möchtet, könnt ihr auch nur ein oder zwei Tage nehmen. Aber das ist ziemlich egal. Ich setze das jetzt einfach, damit ich das nicht so häufig erneuern muss, mal auf 5000 Tage hoch. Das reicht dann erstmal eine Weile. Ja, wie ihr gesehen habt, 5000 geht doch nicht ganz. 3056 sind das Maximale. Habe ich nun eben das gewählt. Jetzt müsst ihr natürlich noch ein Passwort für den Client vergeben. Das ist dann das Passwort, das dann der eingibt oder das ihr eingibt, wenn ihr euch mit eurer VPN verbinden möchtet. Das vergebe ich jetzt hier einfach mal kurz. So, und so schnell geht das. Jetzt wurde auch schon das Zertifikat erstellt. Das liegt jetzt allerdings noch auf eurem Raspberry Pi in diesem Ordner hier. Da ist die Datei drin. Nun ist natürlich die Frage, wie kommt ihr da ran, wenn ihr das jetzt so wie ich hier habt, also einen sogenannten Headless Raspberry Pi, an dem kein Monitor, Tastatur oder Maus angeschlossen ist, dann ist es ja per se vielleicht auf den ersten Blick nicht so einfach daran zu kommen, ist aber kein großes Problem, denn ihr habt ja schon SSH für euren Raspberry Pi aktiviert, sonst könntet ihr die Befehle hier nicht eingeben. Und dann könnt ihr nämlich auch das SFTP-Protokoll benutzen mit den gleichen Zugangsdaten, die ihr eben hier auch für den SSH-Login nutzt. Natürlich braucht ihr auch eine Software, um eben diese SFTP-Verbindung herstellen zu können. Ich nutze jetzt hier auf dem Mac Transmit, da gibt es aber auch viele kostenlose Programme für Mac, für Windows, für Linux, mit denen ihr das eben hier machen könnt. Ich habe euch da auch ein paar kompatible in der Beschreibung verlinkt. Nun, bei mir und auch bei den meisten Programmen funktioniert es nun so, dass ihr eben als Adresse wieder die IP-Adresse von eurem Raspberry Pi hier eingibt, als Benutzernamen eben den Benutzernamen Pi und das ganz normale Passwort, das ihr eben auch für SSH nutzt.
So, und dann sind wir jetzt hier auch schon verbunden und wir sehen auch hier direkt den Ordner OVPNs, also OpenVPNs. Und da ist jetzt auch schon hier unsere erste Konfiguration drin, PyVPN, so haben wir die genannt. Und die müssen wir natürlich jetzt vom Raspberry Pi runterkriegen. Ich mache das jetzt hier sehr komfortabel, indem ich es mir einfach auf den Schreibtisch ziehe. Jetzt habe ich die Datei hier runter, kann das Fenster eigentlich hier schließen und dann kann ich eben auf dem Wege, den ich möchte, das dann auf das jeweilige Client-Gerät bekommen. Ich kann das per E-Mail versenden, per Nextcloud beispielsweise, ganz wie ihr das möchtet. Oder vielleicht seid ihr auch schon auf dem Gerät, mit dem ihr dann später auch die VPN-Verbindung herstellen möchtet. Die VPN auf dem Raspberry Pi ist nun soweit startklar. Damit wir jetzt allerdings mal die VPN testen können und damit sich nun auch erste Clients mit dem VPN-Server verbinden können, müssen wir noch den Raspberry Pi aus dem Internet erreichbar machen. Und das machen wir mit sogenannten Portfreigaben. Wie genau das geht, das seht ihr jetzt. Ich bin jetzt nun hier bei mir auf meinem Router angekommen. Bei mir ist das, wie ihr seht, hier einfach eine Fritzbox. Das funktioniert aber auf allen Routern eigentlich ziemlich gleich. Bei der Fritzbox müsst ihr einfach in den Bereich Internet, Freigaben und dann Portfreigaben hier reingehen. Und dann können wir jetzt auch schon für unseren Raspberry Pi hier eine Portfreigabe hinzufügen. Da gehen wir einfach hier auf den Punkt Gerät für Freigabe hinzufügen. Als erstes müssen wir jetzt hier oben in der Liste mal den Raspberry Pi als Gerät hier auswählen. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir auch gleich in den unteren Bereich gehen und hier auf den Punkt Neue Freigabe, gehen dann hier auf den Punkt Portfreigabe und dann hier bei Anwendung geht ihr einfach auf Andere Anwendung und bei Bezeichnung könnt ihr jetzt hier irgendeinen Namen wählen, eben für das Gerät an sich. Ich nenne das jetzt einfach passenderweise PyVPN. Als Protokoll müssen wir eben das vorhin ausgewählte Protokoll hier wieder wählen, also UDP. Und dann geben wir jetzt hier unsere Portnummer an, die wir vorher eben auch bei der Installation eingegeben haben. In meinem Fall einfach 612, hier auch nochmal und da auch nochmal. Dann natürlich Freigabe sollte aktiviert sein und falls ihr eine IPv6-Adresse habt bzw. über IPv6 darauf zugreifen möchtet, solltet ihr natürlich auch den Haken hierfür setzen. Dann können wir auch schon auf OK gehen. Ist das gemacht, können wir auch hier nochmal auf OK gehen und zum Schluss das Ganze hier in der Übersichtsseite mit Übernehmen bestätigen. Und damit ist jetzt auch schon mal alles für den ersten Testzugriff vorbereitet. Um eben jetzt eine Verbindung mit eurem VPN-Server herstellen zu können, benötigt ihr natürlich noch eine VPN bzw. OpenVPN-Client-Software für das jeweilige Gerät, von dem aus ihr darauf zugreifen möchtet. Und ich zeige euch jetzt einfach mal hier für jeweils das passende Betriebssystem, was ihr da so nehmen könnt. Als erstes, wenn ihr auf dem Mac unterwegs seid, würde ich euch sehr Tunnelblick empfehlen. Ist natürlich auch komplett kostenlos. Das nutze ich und mit dem zeige ich es euch nachher auch gleich. Dann für Windows gibt es direkt von OpenVPN selbst einen Connect-Client, der ist auch sehr einfach in der Benutzung. Ebenfalls von OpenVPN gibt es einen für Linux, da habe ich euch natürlich auch verlinkt, wie man den installieren kann. Wenn ihr von eurem Smartphone, von eurem iOS-Device darauf zugreifen möchtet, dann gibt es hierfür auch eine kostenlose App im Apple App Store. Und wie ihr seht, auch hier ist beschrieben, wie das Ganze zum Beispiel geht, wenn ihr eben diese Datei dann nutzen möchtet, wie ihr die auf euer iPhone oder eben auch iPad bekommt. Und das gleiche gilt natürlich auch für Android, auch hierfür gibt es eine offizielle OpenVPN-App, die eigentlich genauso einfach zu bedienen ist. Und ich denke mal, damit müsste wirklich fast jeder Use Case abgedeckt sein. Ich habe jetzt hier auf meinem Mac Tunnelblick schon installiert und das Schöne ist, der erkennt solche OpenVPN-Files hier automatisch. Das heißt, alles was ich jetzt machen muss, um eben eine VPN-Verbindung hinzuzufügen, beziehungsweise damit ich diesen File hier später nicht brauche, diesen zu Tunnelblick hinzuzufügen, ist einfach einmal Doppelklick darauf zu machen. Jetzt seht ihr, startet auch schon Tunnelblick. Jetzt werde ich hier gefragt, ob ich diese VPN für alle Benutzer oder eben nur für mich hinzufügen möchte. Ich sage jetzt mal hier, nur für mich reicht. Dann muss ich mein Passwort hier von meinem Mac eingeben. Und dann seht ihr auch schon hier die Meldung, dass diese Konfiguration erfolgreich installiert wurde. Tunnelblick befindet sich auf dem Mac hier immer in der Menübar, das heißt, ich gehe einfach hier oben drauf, wähle dann die VPN aus, die ich benötige, bei mir in dem Fall jetzt hier einfach die PyVPN, klicke da drauf, dann gebe ich jetzt hier das Passwort ein, das wir vorhin am Raspberry Pi konfiguriert haben. Das Ganze könnt ihr natürlich, wenn ihr das jetzt öfters nutzen möchtet, auch im Schlüsselbund sichern. Ich gehe jetzt hier einfach auf OK und dann wird hier auch schon, wie ihr seht, die Verbindung hergestellt. Und es steht verbunden dran. Wunderbar, so soll das sein. Wenn wir jetzt hier auch nochmal drauf gehen, dann seht ihr auch hier nochmal, dass das Ganze verbunden ist. Und das heißt eben jetzt, wir surfen über unsere VPN im Internet. So, wie ihr nun seht, ist die Konfiguration von dem VPN-Server auf unserem Raspberry Pi abgeschlossen. Allerdings, wenn ihr jetzt auf eurem Raspberry Pi auch PyHole installiert habt
oder dies plant noch in Zukunft nutzen zu wollen, dann seid ihr noch nicht ganz fertig. Hier müsst ihr noch eine ergänzende Konfiguration durchführen. Ansonsten wird eure VPN nicht funktionieren. Das heißt, ihr könnt euch nicht mit eurer VPN verbinden oder wenn ihr euch verbinden könnt, dann habt ihr keine Internetverbindung raus. Das liegt einfach daran, dass hier noch etwas Gesondertes eingestellt werden muss. Und wie das geht, dazu habe ich ein ausführliches Video, eine ausführliche Anleitung auf meiner Patreon-Seite für euch. Einfach unten auf den Link in der Beschreibung klicken, da kommt ihr zu meiner Patreon-Seite und dann könnt ihr euch das dort anschauen. Ich hoffe, du fandest diese Anleitung zur Installation von PyVPN auf deinem Raspberry Pi hilfreich. Wenn dem so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen und wenn du neu hier bist, dann abonniere doch auch sehr gerne meinen Kanal. In der Beschreibung findest du übrigens auch noch alle Links zu den verwendeten Produkten von mir, zu den verwendeten Befehlen und natürlich auch zu meiner Patreon-Seite. Hier an der Seite findest du noch weitere Videos von mir zum Thema Raspberry Pi, aber auch zum Thema Home Server. Und ganz zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.